Ja, Frau Präsidentin, Hohes Haus, es geht um ein sehr wichtiges Thema hier bei dieser Angelegenheit, nämlich um den Schutz und die Sauberhaltung unseres Grund- und Oberflächengewässers. Denn die Nitratrichtlinie der EU aus den 90er Jahren hebt nicht nur auf den Schutz des Grundwassers vor Belastungen mit Nitrat ab, sondern auch für alle Oberflächengewässer. Wir haben im Rahmen der Diskussionen um die Wasserrahmenrichtlinie ja diese Thematik des Öfteren gehabt. Ich werde es auch streifen. Und die EU-Nitratrichtlinie ist eine ganz wichtige Richtlinie, die uns helfen soll, die wichtige Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Wobei ich feststellen muss, dass in der Vergangenheit, wenn man die Daten anschaut, wie langsam und wie zögerlich diese Nitratrichtlinie in der Bundesrepublik ins nationale Recht umgesetzt worden ist, dann ist es wahrlich kein Ruhmesplatz bis zum heutigen Tag. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass nach Ansicht der Europäischen Union Deutschland die bisherige Gesetzgebung, in der bisherigen Gesetzgebung seiner Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie bisher nicht ausreichend nachgekommen ist und die EU deshalb im Mai 2016, und ich sage mit vollem Recht, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingereicht hat, weil nämlich die Umsetzung der Nitratrichtlinie in Deutschland wirklich, was die letzten Jahre gelaufen ist, skandalös ist. Und die Bundesregierung hat die letzten Jahre regelmäßig die Weckrufe und die Forderungen, die aus der EU gekommen sind, ignoriert, hat nicht gehandelt, und man muss hier wirklich Versagen attestieren, was die Umsetzung der Nitratrichtlinie anbelangt. Wenn man zitiert, wie die Presse das kommentiert, es gibt eine 40-seitige Anklageschrift mit 1500 Seiten Dokumenten, wo akribisch genau festgelegt worden ist, was alles falsch gelaufen ist in Deutschland. Und nachdem Bayern das größte Flächenland in Deutschland ist, sind wir hier gut mit bei diesen Verfehlungen, vorbei. Der WDR schreibt, es ist ein einmaliges Dokument des Versagens. Dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Die Klageschrift zeichnet akribisch nach, wie Deutschland seit Jahren das Problem ignoriert und die EU-Kommission hingehalten hat, schreibt der WDR weiter. Auch da kann man nichts dazu fügen. Und dass die EU irgendwann einmal hergeht und sagt, wenn ihr uns permanent nur hinhaltet und sagt, ja, wir sind in einer Diskussion oder irgendetwas, dann ist es logisch, dass die irgendwann einmal die Reißleine zieht und die Klage erhebt. Es wird vorgeworfen mit der Klageschrift, es wird viel zu viel Dünger auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht. Die Düngepausen seien viel zu kurz. Die Fachleute sagen, nicht 3 Monate, sondern eigentlich 5 bis 7 Monate wären notwendig. Und infolgedessen ist dringender Handlungsbedarf. Noch präziser formuliert es eigentlich der Bayerische Gemeindetag in seiner Pressemitteilung vom 10. Mai 2016, wo der Dr. Franz Dirnberger, Geschäftsführer des Bayerischen Gemeindetags, klar und deutlich der Staatsregierung in dem Fall ins Stammbuch schreibt, außerhalb der Wasserschutzgebiete ist die Entwicklung der Nitratbelastungen dagegen mancherorts besorgniserregend. Kann man nichts hinzufügen. Es geht weiter. Betroffen sind vor allem Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Der Anbau von Hopfen, Wein, Spargel, Gemüse und insbesondere der intensive Maisanbau stellen große Herausforderungen für die Wasserversorger dar. Und er fährt dann fort, und das ist der ganz wesentliche Punkt, der auch mich so umtreibt. Grundwasser hat jedoch ein langes Gedächtnis. Das heißt, dass wir schon heute die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen von morgen unbedingt berücksichtigen müssen. Und geht man auf die Homepage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, schau gerade nach rechts, die Umweltministerin hat scheinbar kein Interesse am sauberen Wasser. Dort heißt unter der Überschrift noch keine Trendwende, Trendumkehr bei Nitrat, am Artikel Schluss, eine Besserung ist nicht erkennbar. Das ist Originalton Bayerisches Landesamt für Umwelt, das sind nicht die Grünen. Und auch da kann man nur sagen, das unterschreibe ich in vollem Umfang. Eine Besserung ist nicht erkennbar. Und wenn man sich die Grafik anschaut, auf der Seite des LFUs von 91 bis heute die Nitratwerte, dann muss man wirklich sagen, die sind mit dem Lineal gezogen. Da gibt es in 25 Jahren keine Verbesserung beim Nitrat. Hauptverursacher, und das schreiben alle, die sich damit auseinandersetzen und beschäftigen, ist
die Landwirtschaft. Ich möchte aber hier nicht verschweigen, es gibt noch einen zweiten Verursacher, deutlich geringer. Das ist in erster Linie die Luftverschmutzung und hier zuvorderst der Straßenverkehr über die Stickoxide, die dann als Nitrat letztendlich mit mehreren chemischen Reaktionen in unsere Luft runterkommen und auch zu dieser Nitratbelastung beitragen. Und wenn man sich den Stickoxidausstoß anschaut, seit 2009, das ist der Beginn des Dieselskandals, geht der Stickoxidausstoß laut Umweltbundesamt in Deutschland nicht mehr runter. Das müssen wir bei der ganzen Geschichte, das sollten wir also auch mit entsprechend angehen. Es geht, wie gesagt, darum, unser Grundwasser für die Zukunft und für zukünftige Generationen in einen Zustand zu bringen, dass es weiterhin nutzbar ist, und zwar auch nutzbar als Grundwasser, ohne dass die Wasserversorger Millionenbeträge aufwenden müssen, um das Wasser entsprechend aufzubereiten. Und es eile geboten, es wird jetzt seit 2013 angekündigt, die Düngeverordnung wird geändert entsprechend, es kommt irgendwas, bis heute haben wir nichts. Und das versuchen jetzt einige schon wieder so hinzubringen und zu sagen, die EU hebt ja auf die alte Düngeverordnung ab. Die hebt nicht auf die alte, sondern auf die geltende Düngeverordnung ab und auf nichts anderes. Und darum geht es. Wir brauchen schnell eine Düngeverordnung, eine neue. Und es reicht nicht, dass wir da halbherzige Änderungen vorbringen, so wie das momentan noch ist, sondern wir müssen ganz klar ran und müssen also teilweise sehr radikale Änderungen vornehmen. Und deshalb also hier auch unser Antrag, deshalb hier auch unseren Antrag, wo wir also entsprechendes fordern. Wir können leider den CSU und den SPD-Antrag nicht folgen. 3 Großvieheinheiten pro Hektar, dass da erst eine Hoftorbilanz kommen soll, das ist uns zu viel. Wir fordern 2, einen deutlich geringeren Wert, da können wir nicht mitgehen. Und der CSU-Antrag, der ist völlig neben der Spur aus unserer Sicht. Die Freien Wähler fordern, dass das schnell abgeschlossen wird. Das ist auch unser Ziel, dem werden wir zustimmen. Wir wollen bei uns, dass die Staatsregierung alle Maßnahmen, die zur Einhaltung der EU-Nitratrichtlinie und der EU-Wasserrahmenrichtlinie auf Bundesebene unterstützt. Wir wollen, dass besser kontrolliert wird, die gute fachliche Praxis, da hapert es nämlich, und gegebenenfalls also auch sanktioniert wird. Ich habe die letzten Tage wieder Gülleausbringung gesehen, wo man wirklich sagen kann, hoch im Bogen spritzen Güllewogen. Anders kann man es also nicht formulieren. Wir wollen mehr Geld im Kulturlandschafts- und Vertragsnaturschutzprogramm für diese Maßnahmen haben, für den Ökolandbau. Von denen gehen keinerlei Gefährdungen des Grundwassers aus. Wir wollen mehr Wasserberatung und ganz besonders auch wollen wir für die Oberflächengewässer endlich den verbindlichen Schutz der Gewässer randstreifen. Das ist überfällig, auch hier bei uns im Freistaat Bayern. Wir brauchen bessere, größere Trinkwasserschutzgebiete, in einigen Bereichen größere Trinkwassererfassungen, und wir brauchen auch eine bessere Ausbildung, meine ich noch, in einigen Bereichen in der Landwirtschaft. Insgesamt macht unser Antrag Sinn. Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu dem Antrag. Unser bayerisches Wasser sollte es uns wert sein, dass wir die Anstrengungen, die wir bis jetzt gemacht haben, deutlich erhöhen, am besten verdoppeln. Vielen Dank.